Guten Morgen. Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu unserer neuen Roadtour. Sagt man sowas? Nee. A Roadtrip. A Roadtrip an die bretonische Küste. Britannien? In die Bretagne. Genau, wir fahren in die Bretagne. Genau. Ja, es geht, geht mal wieder los. Meine Herren, was ist denn da los? So. Wir sind wieder auf Tour. Das wollte ich sagen. So. Wir sind jetzt hier im Moment auf einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Mont-Saint-Michel. Ist ja noch nicht Bretagne, ist ja noch Normandie. Aber, vor den gleich ganz schlauen kommen, ne? Das wissen wir auch. Ist ja an der Grenze zur Bretagne. Da starten wir. Dies hier ist nur ein Zwischenstopp bei Amiens. Genau. In Capi, zwischen Capi und Bray-sur-Somme, an der Somme. Genau, und da haben wir den ersten Stopp gemacht und das ist so ein Campingcar, wie heißt das? Campingcar-Park. Wir haben uns dieses Jahr diese Karte, Campingcar-Park-Card, geholt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kostet einmalig 5 Euro. Kann man sehr gut übers Internet bestellen, ne? Also es klappt eigentlich sehr gut. Ja, ich weiß nicht, viele werden es wahrscheinlich kennen. Wollte ich gerade sagen, die Frankreich-Fahrer kennen das bestimmt. Aber wir erklären das dann trotzdem nochmal ganz kurz. Für die, die es noch nicht kennen. Weil du diese Campingcar-Parks Pass-Etappe. Ja. Nur mit dieser Karte reinkommst, ne? Diese Stellplätze, die diesem Campingcar-Park angeschlossen sind. Das ist ein geiler Name, ne? Ja. Genau, das sind jetzt, glaube ich, fast alle 500 Stellplätze, Campingplätze, Stellplätze. Die sind hier hauptsächlich in Frankreich, aber ich glaube auch in Belgien. Egal. Auf jeden Fall, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wir haben da jetzt auch schon zu Hause was draufgeladen an Geld. Und wie das dann funktioniert, zeigen wir euch dann gleich, wenn wir wieder rausfahren. Genau, eigentlich ist das relativ simpel, wenn du zu so einem Stellplatz kommst. Du hältst die Karte davor, wenn du da schon Guthaben drauf hast. Genau. Ansonsten musst du da vorher Guthaben draufladen. Du kannst aber auch direkt am Eingang, ist so ein Zahlautomat, da kannst du die Karte mit Gutachten befüllen. Ach, mit Guthaben. Gutachten, mit Guthaben. Bin schon über der Arbeit. Mit Guthaben befüllen. Genau. Und dann kannst du da drauf. Genau. Also ganz easy. Wie gesagt, wir werden nochmal im Laufe der nächsten Wochen berichten, ja, wie das funktioniert hat. Wir hatten hier schon unsere ersten kleinen Gedankenfehler, wenn man so sagen. Ja, wir waren, ja. Also hier ist jetzt mehr drauf, als ich losgefahren bin. Aber wir haben echt gedacht, aber ja, wir haben mit der Karte da gearbeitet und irgendwie, dann musste ich noch da anrufen, dann fehlte mein Nummernschild. Braucht man eigentlich gar nicht, völliger Blödsinn, aber egal. Der Mensch da, der hat mir gut geholfen, ist eine deutsche Website. Der Mann hat auch ein bisschen Deutsch gesprochen, Französisch ist jetzt nicht so. Auf jeden Fall haben wir dann nochmal hier den Platz drauf gebucht für 16,50 Euro oder was? 13,60 Euro. 13,60 Euro. Gut, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr drauf. Das wird es allerdings jetzt gleich wieder abgebucht, wenn wir dann runterfahren. Eigentlich müsstest du nur die Karte vorhalten. Vor diesem Zahlenschloss da halten. Und dann geht die Schranke auf. So. Genau. Ganz einfach. So, der Stellplatz selber ist an sich ein sehr, sehr schöner Stellplatz mit großen Plätzen. Du kannst hier auch mit Wohnwagen drauf. Allerdings Wohnwagen, keine zwei Achser. Aber Wohnwagen und Zelt. Wohnwagen und Zelt, genau. Es sind viele Plätze. 27, 28 Plätze. Über diese Campingcar, da gibt es eine App auch. Und da kannst du immer sehen im Vorfeld, wie viele Plätze noch frei sind auf dem Stellplatz. Hier zum Beispiel unsere nächste, Mont Saint-Michel. Ist rot. Aber es ist ja auch noch früh, ne? Die hauen ja jetzt alle ab und dann ist leer. Genau. Wir sind da mal ganz optimistisch. Ansonsten werden wir schon was finden. Dann irgendwie, ja, machen wir das schon.
So, also wie gesagt, der Stellplatz hier ist eigentlich sehr schön, sehr ruhig. Direkt am Eingang ist noch irgendwie, als wir ankamen, war da so ein Markt, glaube ich. Da ist so ein Bauer, der da seinen Eigenanbau verkauft, glaube ich. Da kannst du dann noch Gemüse. Ich gucke da gleich nochmal. Vielleicht ist der ja auch nochmal wieder da. Hattest du schon mal zum Strom gesagt? Ich sehe gerade die Stromsäule. Strom ist auch hier, auch mit drin, soweit ich das... Ja. Das ist irgendwie nicht so ganz ersichtlich hier. Die haben eine Fähr- und Entsorgungsstation hier. Die Entsorgung funktioniert, klar, ist ja auch nur so ein Gulli im Boden. Die ist sehr schön gemacht. Ja, aber groß. Die Versorgung selber ist anscheinend abgestellt. Also du kriegst hier kein Wasser, außer du holst das bei den, hier ist auch Sanitär, da kommst du mit der Karte rein. Duschen, Toiletten. Da waren wir jetzt nicht drin gewesen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nur eine schnelle Übernachtung. Wir haben jetzt gefrühstückt, wir fahren jetzt gleich weiter. Aber das ist schon mal so die erste Info, die wir euch geben können. Und meiner Meinung nach muss der Strom umsonst sein, weil da ist überhaupt nichts dran, wo ich mit der Karte immer buchen kann. Da kann kein Zahlencode. Ja. Wir werden das bei dem nächsten Mal ausprobieren, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Aber wir stecken mal den Stecker rein. Die Säule ist jetzt, weil die Parzellen auch relativ groß sind, ich müsste jetzt mit Kabeltrommel arbeiten, da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. So, aber und da wir eigentlich mit wenig Wasser losgefahren sind vorhatten, hier Wasser zu tanken, habe ich jetzt aber schon hier, wir sind ja bei Amiens, westlich von Amiens in Quevauvilliers, da ist eine Fähr- und Entsorgungsstation, also reine Fähr- und Entsorgung. Was Christine sagen wollte, die Mimimaus, wir gehen das Risiko nicht ein, dass bei dem nächsten Standort, Stellplatz, wieder kein Wasser gibt. Richtig? Ich weiß gar nicht. Also wir sind ja so gut wie leer gefahren. Wir hatten genau, 20 genau. Oder 30 wir hatten Liter nur Wasser für drin. Kaffee eigentlich im Grunde genommen. Wie macht ihr das? Und schreibt mal in die Kommentare. Zähne putzen und sowas halt ihr eben. Komplett voll? Oder auf jeden Fall nur so ein bisschen in Quevo... Ja, Mäuschen, wir werden da gleich Wasser auffüllen. Ist ein Entwässerungsbereich in der Nähe einer Waschstation. Und da fahren wir jetzt nochmal hin. Und dann nach Mont-Saint-Michel. Da ist ein Stellplatz, auch über Campingcarpark gefunden, in Beauvoir, genau. Und da schauen wir mal. Ne? Das werden wir doch alles neu erzählen, wenn wir dann da sind. Ist aber schon mal eine schöne Vorschau, oder nicht? Wir machen es interessant und spannend. Wasser für 2 Euro oder 55 Minuten Strom. Also wenn du mal Akku leer hast, kannst du auch noch mal 55 Minuten, nicht 60, nein, 55 ist wichtig. Auch für 2 Euro. Ja, wir werden jetzt dann zum Mont Saint-Michel fahren. Da sind jetzt wieder 80 Plätze frei geworden. Das ist echt cool mit der App, dass man das so sehen kann, ne? Oder? Heute Morgen war alles voll und jetzt sind die alle abgefahren. Ich hoffe mal, dass sind noch Plätze frei, wenn wir ankommen. Klar, die wissen jetzt, dass wir kommen. Ja, gut.
dann zischen wir mal ab. So, wir sind gerade angekommen in Bö. Hast du jetzt hier meinen? Bö. Ist alles an. Okay. In Bö. Beauvoir. Jo. So, da sind wir jetzt angekommen. Und das ist ja um die Ecke von Saint-Michel. Ja, so heißt das. Saint-Michel. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen durch die Dörfer hier, durch die Straße und gucken mal, was da so los ist. Und der Platz hier, der ist auch wieder von dieser Campingcar-Park-App, Karte, was auch immer. Mhm. Vorfahren, Karte vorhalten und die Schranke geht hoch. Wenn man Guthaben drauf hat. Ja, super Prinzip übrigens. Ja. Finde ich echt geil. Und Strom ist inklusive. Wasser. Strom ist inklusive. Ja, Wasser. Abwasser. Gehe ich von aus jetzt. Wasser haben wir noch nicht getankt. Wir haben ja vorhin getankt. An dieser Station, wo. Ja. Genau. Wo Mäuschen hier ein bisschen Mimimi. Ja, Mimimi. Hier ist auf jeden Fall gerade kein WLAN, habe ich gesehen, kein Wi-Fi, haben sie durchgestrichen. Aber 180 Plätze. Ja. Irrsinnig groß, muss man ganz klar sagen. Aber auch wieder schön. Ja. Groß, schön parzelliert angelegt. Auch. Schön angelegt, mit Rasen und Schotter. Wir stehen jetzt auf Schotter, weil es hat heute noch ein bisschen geregnet. Ich weiß nicht, ob wir dann vom Rasen runterkommen. So, da hinten hast du dann noch die Möglichkeit zu bezahlen, beziehungsweise dein Guthaben aufzuladen auf der Karte. Ja. Hier ist noch die Entsorgungsstation. Ja. Das sind dann drei Stück. Ist auch gut, glaube ich. Jo, sieht alles sehr gut aus. Dann gibt es da noch so ein bisschen was zu schnuckern für teures Zeug. Pralinen und was weiß ich nicht. Karamell. Nee, alles gut, oder? Ja. Alles gut. Wetter ist im Moment stabil. Ja. Stabil, nicht am Regnen. Auf der Fahrt hierhin hat es geregnet. Wir haben... Zwischenzeitlich sehr kräftig. Ja, dann haben wir jetzt ungefähr 5 Stunden sind wir jetzt nochmal gefahren. Ja. Das ist jetzt so das Weiteste, was wir jetzt nochmal am Stück gefahren sind. So, und jetzt geht es dann nur noch so halbe Stunde, Stunde, Takt. Ja. Bis wir dann da sind. So in etwa, auf jeden Fall. Wir schauen mal. Genau. Morgen geht es auf jeden Fall erstmal nach zum Mont Saint-Michel. Genau. Das sind ungefähr bis zur Gesamtinsel circa 3,5 Kilometer von hier aus. Bis zum ersten großen Parkplatz ungefähr 1,5 bis 2.
Und dann nochmal einen guten Kilometer hinlaufen. Ne? Ich glaube, da musst du dann auch Ticket lösen oder so. Da müssen wir mal gucken. Das klären wir morgen früh. Genau. Dann gibt es noch Alligator Land oder? Alligator Bay. Alligator Bay. Das ist ein Zoo mit Reptilien, Echsen. Mal gucken. Vielleicht gehen wir da auch nochmal rein. Möchte ich schon. Ja, ich auch. Wir bleiben ja 2 Nächte Minimum hier. Ja. Und bezahlen dann quasi beim Rausfahren. Das Auschecken, das läuft alles über die Karte. Wunderbar. Genau. Dann gibt es hier, glaube ich, noch eine Mühle, so eine Mehlmühle, eine besondere, historische, letzte ihrer Art Mühle. Keine Ahnung, müssen wir nochmal gucken. Ja, und ansonsten sind wir dann auch morgen gut beschäftigt erstmal. Wir sind, ich glaube, die nächsten Tage beschäftigt. Ja. Gut. Schauen wir mal, ne? Genau, alles klar. In diesem Sinne. Dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Genau. Ciao. Stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no.